Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Eiweiß-Lieferanten und Gründer von Rocksports. Ich habe immer Hunger. Ich esse was, gefühlt 15 Minuten später habe ich wieder Hunger. So eine ähnliche Frage habe ich vor kurzem bekommen. Ich habe immer Hunger. Rufzeichen. Chris, was kann ich machen? Die Frage habe ich tatsächlich vor kurzem bekommen. Das hat mich motiviert dazu, eine durchaus schon ältere Untersuchung hervorzugraben, den sogenannten Satiety Index, dass wir uns den gemeinsam anschauen. Es geht somit heute um Lebensmittel, die besonders gute Sattmacher sind. Und wir schauen uns an, was macht denn ein Lebensmittel zu einem guten Sattmacher? Warum ist es wichtig? Wenn du beispielsweise dein Zielgewicht erreichen möchtest, wenn du abnehmen möchtest, wenn du Körperfett reduzieren möchtest, was anhand der Fragen, die ich bekomme, für sehr, sehr viele Menschen wichtig ist, dann ist diese Folge sehr, sehr gut für dich, denn dann kannst du unterscheiden, welches Lebensmittel ist eher ein guter Sattmacher und welche weniger. Extrem spannendes Thema, wie ich finde, und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Rock-TV-Folge. Mein Name ist Chris The Rock, ich bin Gründer und Inhaber von Rocksports, das ist die allerfeinste Sportnahrung in Bio-Qualität. Bei uns gibt es nicht nur die feinste Sportnahrung in Form von Proteinpulver, in Form von feinsten Proteinporridge, Eiweißbrot und so weiter, sondern auch bei Rock Kitchen unsere feinsten Bio-Gewürze. Das heißt, das Thema biologische Landwirtschaft ist mir ganz, ganz wichtig. Ich bin selbst einer der besten Kunden von uns. Mir ist aber darüber hinaus noch auch wichtig, dass ich Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben begeistere. Denn das ist die eigentliche Mission, die dem Ganzen bevorsteht. Und dementsprechend gibt es im wöchentlichen Turnus Rock TV jeden Sonntag. Es gibt jeden Mittwoch den Rockcast. Das heißt, wenn du dich hinsichtlich Ernährung, Training, vor allem das Thema Mindset und Regeneration weiterbilden möchtest, dann schau auf dem Rocksports YouTube-Kanal vorbei. Schau auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Amazon Music, auf Google Podcasts vorbei. Da findest du all unsere Informationen. Und ich freue mich, wenn du diese entsprechend mit deinen Menschen des Vertrauens teilst, denn dann kannst du uns helfen, geile Inhalte weiterzutragen. So, genug herumgesobelt, jetzt gehen wir direkt ins Thema rein. Wenn es um das Thema Sättigung geht, dann gibt es immer wieder so ein oder ein ähnliches Diagramm, das ich da aufzeichne. Kennen die einen oder anderen vielleicht schon von dem Thema Blutzucker und so weiter, hängt natürlich alles zusammen, dementsprechend passt das ganz gut. Solltest du jetzt denken, Chris, welches Diagramm meinst du, ich höre ja nur was, dann bist du aller Wahrscheinlichkeit nach beim Rockcast dabei, sprich beim Podcast, bei der Audioform dieses Videos, dann schau dementsprechend bei der nächsten Möglichkeit bei YouTube vorbei und schau dir das Diagramm an. Ich versuche es dennoch gut zu beschreiben. Wir haben hier auf der X-Achse die Zeit, wir haben auf der Y-Achse den Sättigungsgrad des Lebensmittels. So, vereinfacht dargestellt hier die orange Linie, sogenannte schnelle Kohlenhydrate. Was kann das beispielsweise sein? Naja, das können Süßigkeiten mit einem hohen Anteil an einfachem Zucker sein. Was passiert? Naja, man ist ganz kurz gesättigt, weil man halt im Magen eine gewisse Dehnung spürt. Da werden wir nachher dann noch kurz sprechen. Das heißt, die Mechanorezeptoren im Magen haben einen Einfluss auf den Sättigungseffekt, Stichwort volumenreiche Lebensmittel. So, aber so schnell wie die Sättigung da ist, so schnell ist sie auch wieder weg. Warum? Weil einfach Zucker sehr, sehr schnell aufgenommen wird und dann irgendwann beispielsweise in der Blutbahn landet oder irgendwie eingespeichert wird. So, und dann gibt es aber noch andere Lebensmittel, beispielsweise komplexe Kohlenhydrate, wie sie zu finden sind in Kartoffeln oder im Porridge oder im Rocksports Protein Porridge beispielsweise. Das Ganze noch kombiniert mit einem hohen Protein- und Ballaststoffanteil. Das sorgt dafür, dass es deutlich langsamer verstoffwechselt wird und dementsprechend der Sättigungseffekt auch länger andauert. Und da sieht man schon einmal, okay, Lebensmittel A und Lebensmittel B heißt nicht per se, auch wenn sie die gleichen Kalorien haben, dass sie gleich sättigen. Das ist schon einmal extrem spannende Einsicht. So, das heißt, wenn wir jetzt wissen, Lebensmittel, egal ob sie jetzt die gleichen Kalorien haben oder nicht, haben scheinbar unterschiedlichen Grad an Sättigungseffekt bei uns Menschen. So, basierend auf dieser Grundinformation schauen wir uns jetzt die Untersuchung von der Kollegin Brent Miller und Co. an. Die ist schon relativ alt, aber immer wieder ein Klassiker. Gewisse Dinge müssen gar nicht neu erfunden werden. Und bei Studien übrigens. Mir geht es nicht darum, jetzt Studien zu wälzen. Ich komme ursprünglich aus der Logistikforschung. Das heißt, wir haben uns damals früher intensiv mit dem Thema Studienaufbauten etc. beschäftigt. Nichtsdestotrotz, Studien sind immer eine entsprechende Momentaufnahme und immer in einem entsprechend definierten Umfeld. Das ist auch vollkommen
gut und wichtig so, ansonsten kann ich keine nachvollziehbaren Ergebnisse produzieren. Dementsprechend ist es aber wichtig, dass man jetzt eine Studie nicht einfach für voll nimmt und generalisiert und plötzlich für alle Menschen gültig macht, sondern immer in einem gewissen Kontext betrachtet. Das heißt, bei Rocksports geht es darum, Best Evidence, wir schauen uns die aktuelle Datenlage an und wir schauen uns auch die Best Practice an. Das heißt, wie kann ich denn diese Erkenntnisse in den Alltag überführen? Denn am Ende des Tages bringt es mir herzlich wenig, wenn ich 37 Studien abgespeichert habe am Computer, aber keine Ahnung habe, wie ich das Ganze umsetze. Und das sehe ich im Social Media Bereich immer öfters. Jeder zaubert irgendeine Studie aus dem Hut, die wenigsten kommen dann wirklich in die Umsetzung. Und ich kriege dann Nachrichten, das heißt, Chris, dieser sagt das, jener sagt jenes. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Das heißt, das Ergebnis ist eine Verwirrung und das, was wir eigentlich ja haben wollen. Und diese Damen und Herren, die diese Inhalte erstellen, die meinen es ja nicht böse. Aber am Ende des Tages müssen wir die Brücke schaffen von der Theorie in die Umsetzung und überlegen, okay, wie kann ich diese Erkenntnisse gut in die Praxis umsetzen und idealerweise noch in den Alltag integrieren. Denn ansonsten bringt mir dieses ganze Wissen nichts. So, und genau das machen wir hier. Und ich zeige einfach ein paar beispielhafte Punkte. So, die Kollegin Brent Miller und Co., die haben sich damals angesehen, wie der Sättigungseffekt von unterschiedlichen Lebensmitteln ist. Das heißt, man hat Probandinnen, Probanden eine Liste an Lebensmitteln, die man hier aufgezählt sieht. Musst du jetzt nicht lesen können, kannst du gerne dann in der Studie selbst im Detail anschauen. Man hat diese Liste an Lebensmitteln den Probanden und Probandinnen gefüttert, unter Anführungszeichen, und hat dann geschaut, okay, wie sättigend ist das Ganze? Und das hat man anhand von subjektiven Befragungen dann rausgefunden und hat gesagt, okay, bin ich sehr gesättigt, bin ich nur gesättigt, habe ich schon wieder einen Hunger und so weiter. So, und das Ergebnis von dem Ganzen war der sogenannte Sättigungseffekt, Sättigungsscore, wie auch immer man im Detail dann übersetzt und nimmt. Den habe ich dir hier auf diesem Strahl aufgezeichnet. Wir haben hier auf der linken Seite 0, das heißt Sättigungseffekt nix, nada, niente. Wir haben hier auf der rechten Seite nach offen natürlich den Sättigungseffekt und je höher der hier, sprich je weiter die Lebensmittel hier im rechten Bereich sind, desto sättigender sind sie. So, und das ist eine, ich glaube eine amerikanische Untersuchung war das und das kann man auch anhand der Auswahl der Lebensmittel gut erkennen. Ich habe jetzt da nicht alle Lebensmittel, die wir hier drinnen in der Untersuchung gefunden haben, auch auf dem Zeitstrahl rausgezogen, sondern habe die rausgenommen, wo ich sage, das sind die, die wir alle so ganz gut kennen. So, wir fangen einmal bei 100 an. Warum 100? Hier hat man die Referenz gesetzt. Man hat weißes, klassisches weißes Brot, das heißt Weizenbrot, genommen als Referenz mit dem Sättigungswert von 100. Das ist der Referenzwert. Und darum ausgehend haben wir dann die unterschiedlichen Lebensmittel, die man sonst noch hatte, eingeordnet. Ich schlage vor, wir fangen mal ganz links an, sprich am wenigsten sättigend. So, und das ist natürlich schwer überraschend, beispielsweise mit einem Sättigungswert von 47, ein Croissant. Schmeckt geil, sättigt aber genau überhaupt nicht oder relativ wenig. Gefolgt von einem Sättigungswert von 70, der klassische Marsriegel. Ich habe schon ewig kaum mehr gegessen, aber früher als Kind haben wir den regelmäßig gefuttert. Naja, besteht zu einem großen Teil aus Zucker, das was ich vorhin erwähnt habe, dementsprechend, der kann schneller mal Energie liefern, aber so eine richtige Sättigungsbombe ist er in dem Sinne nicht und das spiegelt sich hier auch im Sättigungseffekt wieder. So, jetzt schlage ich mal vor, wir wandern dann Stück für Stück weiter. Bei 100 Sättigungszahl 100 haben wir das weiße Brot wie vorher definiert, dann geht es weiter, zum Beispiel Bananen und Cornflakes, 118. Okay, es ist schon einmal okay, es ist schon einmal feiner. Bananen haben natürlich auch viel Zucker, aber, und da sind wir hier jetzt wieder bei dem Thema, das ich vorher kurz angesprochen habe, auch mit einem guten Anteil an Ballaststoffen. Ballaststoffe sorgen dafür, dass die Verdauung ein bisschen langsamer wird, dementsprechend ist der Sättigungseffekt länger. Daher kann ich auch, wo es dann oftmals heißt, Chris, du kaufst ja keine Bananen essen, da ist ja so viel Zucker drinnen. Das ist wieder genau der Unterschied im Vergleich zu einem Mars beispielsweise, wo ich tatsächlich unter Anführungszeichen freien Zucker habe. Einfach Zucker, der sofort verfügbar ist. Bei der Banane hingegen habe ich auch den schnellen Zucker unter Anführungszeichen, aber in Kombination mit Ballaststoffen, sprich mit Pflanzenfasern, wo einfach das Ganze ein bisschen länger dauert. Dementsprechend hat es einen anderen Effekt auf unsere Sättigung. So, gehen wir weiter. Sättigungszahl 133, Linsen, Sättigungszahl 138, weißer Reis, okay, sehen wir schon gut. Linsen hätte ich ehrlicherweise ein bisschen höher geschätzt, nichtsdestotrotz sind wir dann weiter bei 150. Eier, Sättigungseffekt von 150, gekochte Eier.
sieht man schon, okay, das ist schon richtig amtlich. In der Studie war es Steak, ich habe jetzt das einmal übersetzt mit rotes Fleisch. Rotes Fleisch ist natürlich auch Schweinefleisch, ich glaube hier in der Analyse war es tatsächlich Rind. Sind wir hier irgendwo bei 176. 197, Sättigungszahl 197, sind wir mit Äpfel vorhanden. Glaubt man auch gar nicht, wo man sagt Äpfel, Bananen, das ist ja alles irgendwie Obst und so weiter. Ja, aber offenbar gibt es eine unterschiedliche Ausprägung, was den Sättigungseffekt betrifft. Extrem spannend, wie ich finde. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir nämlich da die Top 3 und die sind für mich und ich glaube für viele auch da draußen eine Überraschung. Was haben wir hier? Wir haben hier 209 den Porridge. Und Porridge ist nichts anderes wie Haferflocken. Haferflocken im Wasser aufgeweicht oder die feinste Variante des Porridges ist der Rocksports Bio Protein Porridge. Denn da kombinieren wir das Ganze nicht nur mit Haferflocken, sondern eben auch mit unserem feinen Bioprotein mit echter Bio-Vanille aus Madagaskar. Das heißt, ich schlage zwei Fliegen mit einer Klappe, komplexe Kohlenhydrate, die lang sättigen, plus einen hohen Proteinanteil, plus einen geilen Geschmack, plus Bioqualität und Co. Da sind wir mit einem Faktor von 209, einer Sättigungszahl von 209 Porridge schon richtig, richtig gut. Zur Erinnerung, wir hatten beim Croissant oder beim weißen Brot sind wir jetzt bei 100, beim Porridge sind wir mehr als doppelt so stark sättigend. Richtig, richtig cool. Und wenn man da den Protein-Porridge hernimmt, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen sättigender sein, weil einfach noch zusätzlicher Proteinkomponente dabei ist. Normalerweise haben Haferflocken einen Proteinanteil von ja, 11 bis 13 Gramm, je nach Anbaugebiet, je nach Sorte. Beim Protein-Porridge sind wir in etwa, beim Rocksports Protein-Porridge, bei ca. 22 Gramm je 100, also ca. doppelt so viel Protein. So, 225, da sind wir jetzt auf Platz 2 beim Sättigungseffekt. Weißer Fisch. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht mehr, welcher Fisch das genau war. Schauen wir, ob wir das hier irgendwo auf die Schnelle finden. Protein Rich. Na, hier steht nur Fisch, aber es war irgendeine spezielle Fischart. Ich glaube, dass das jetzt einmal sekundär ist. Auf alle Fälle weißer Fisch mit einem Sättigungsgrad von 225. Das ist schon richtig amtlich. Das heißt, deutlich mehr als doppelt so gute Sättigung wie mit normalem weißem Brot. Und jetzt kommt ganz abgeschlagen bei dieser Untersuchung ganz, ganz weit vorn auf Platz Nummer 1. Und das ist mein Lieblingslebensmittel. Gott sei Dank, gekochte Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln oder wie man in Österreich sagt, Erdäpfeln. 323, Sättigungszahl von 323, das sind gekochte Kartoffeln. Dass man da mal ein bisschen ein Bild für das Ganze kriegt. Ein Croissant hat ca. bei 100 Gramm Gewicht um die 400 Kalorien. Hängt natürlich wieder von der Zubereitung ab, wenn es ein Schoko-Croissant ist, noch dementsprechend mehr, aber dass wir ungefähr mehr Größenordnung haben. Ca. 400 Kalorien pro 100 Gramm. Wenn ich jetzt 100 Gramm gekochte Kartoffeln hernehme, dann bin ich irgendwo zwischen 70 und 80. Das heißt, wir haben hier einen Faktor 5 dazwischen, was das Thema Gewicht zu Kalorien bzw. Kalorien zu Gewicht betrifft. Kalorien pro 100 Gramm. Und das ist schon einmal ein Indiz dafür, was dafür sorgt, dass ein Lebensmittel sättigend ist und nicht sättigend. Mir ist es wichtig, dass du jetzt hier nicht diese ganze Liste, die ich dir gerade vorgeplaudert habe, merkst, sondern mir ist das Folgende wichtig. Ich habe dir vier konkrete Eigenschaften mitgebracht. Es gibt noch weitere, aber das sind aus meiner Sicht die wichtigsten, da sind wir jetzt wieder beim Thema Praxis, die wichtigsten Dinge, die ich auch in der Praxis umsetzen kann, die man sich super easy merken kann und die man dann auch bei der täglichen Lebensmittelauswahl super easy integrieren kann. Und das ist genau das, was ich eingangs gemeint habe. Mir ist es wichtig, dann nicht irgendwelche Studien zu zitieren und dieser Autor hat jenes gesagt und so weiter. Mir geht es darum, was kann ich in der Praxis davon umsetzen? Genau darum geht es mir. So, ich habe hier mal hergeschrieben, die Eigenschaften eines Sattmachers. Und das Thema, was ich hier gerade angesprochen habe, Kalorienprogramm, schauen wir uns dann gleich an, wird uns aber hier in dieser Liste wiederfinden. Punkt Nummer 1. Ein Sattmacher ist in der Regel volumenreich. Bedeutet, großes Volumen im Vergleich zu kleinen Volumen. Beispiel, ein Speiseöl ist extrem energiereich, viele Kalorien. Ein Esslöffel hat schon 70, 80 Kalorien beispielsweise, je nach Esslöffel, je nach Öl. Im Vergleich dazu, wenn ich jetzt ein Kilo Brokkoli mir anschaue, der hat einen Bruchteil davon. Ich habe sie hier hergeschrieben. Kilo Brokkoli versus ein Kilo weißes Brot, Faktor 10 an Kalorien.
Und dementsprechend sieht man schon einmal, okay, ein Kilo Brokkoli, das ist schon einmal ein richtig fettes Teil. Das heißt, Volumen sorgt dafür, dass unsere Sättigung unter anderem angesprochen wird. Worum geht es oder wie geht es? Naja, die sogenannten Mechanorezeptoren, die ich auch vorhin schon kurz angesprochen habe. Vereinfacht gesagt, kleinhaft gesagt, wenn volumenreiche Lebensmittel in unseren Magen kommen, sorgt es dafür, dass unser Magen gedehnt wird. Diese Mechanorezeptoren in der Magenwand, vereinfacht gesagt, die melden dann ans Hirn, hey, hier, da ist extrem viel drinnen, bitte Nahrungszufuhr reduzieren, wir haben bald keinen Platz mehr. Sprich, Nachricht wird ans Hirn gesendet, Sättigungseffekt wird gestartet sozusagen. Das heißt, mit dem Volumen kannst du die Sättigung entsprechend mitsteuern. Gutes Beispiel sind beispielsweise Wassermelonen. Die haben ein extrem großes Volumen, viel Wasser, relativ wenig Kalorien. Du wirst merken, wenn du da ein bisschen was isst, wirst du relativ schnell gesättigt sein. Punkt Nummer 2. Nach dem Volumenreichen kommt das Proteinreiche. Ein guter Sattmacher ist auch proteinreich. Protein gehört im Wesentlichen zu den Makronährstoffen, die am besten sättigen. So, und wenn wir jetzt verschiedene Dinge kombinieren, wie vorhin da oben beim Porridge oder beim Protein-Porridge, wo ich Proteinquellen habe, plus ich habe komplexe Kohlenhydrate, sprich langkettige Kohlenhydrate, die der Körper, wo der Körper lange braucht, um die zu verstoffwechseln, dann habe ich im Grunde schon einmal eine richtig gute Kombination. Das heißt, ein guter Sattmacher ist in der Regel auch proteinreich. Punkt Nummer 3, Ballaststoffe. Ballaststoffe, ein guter Sattmacher hat auch in der Regel Ballaststoffe. Wie gesagt, oder nicht wie gesagt, sondern angemerkt, wohlgemerkt, jeder Sattmacher muss nicht diese vier Kategorien oder diese vier Kriterien, die wir gerade durchgehen, erfüllen, sondern es können natürlich auch einzelne sein, die in Kombination dann auftreten. Das heißt, bitte nicht das immer auf alle vier Punkte prüfen, sondern es können auch einzelne Punkte zutreffen. Ballaststoffreich. Ballaststoffe sind im Grunde nichts anderes wie unverdauliche Kohlenhydrate. Pflanzenfasern, die unsere Verdauung verlangsamen und das sorgt unter anderem dafür, dass wir besser gesättigt sind. Ballaststoffe sind nebenher auch noch guter Nahrungsboden für den Mikrobiom, das heißt auch für gute Verdauung sind Kohlenhydrate immer ganz, ganz Ballaststoffe immer ganz, ganz gut. Das heißt, wenn du ballaststoffreiches Lebensmittel hast, dann wird es unter anderem auch für dich, für die Sättigung einen Beitrag leisten. So, und Punkt Nummer 4, und jetzt sind wir bei dem, was ich vorhin erwähnt habe, bei dem Gramm oder Kilokalorien pro Gramm, ist die Energiedichte. Die Energiedichte definiert, wie viel Kalorien hat ein Lebensmittel pro Gewichtseinheit. So wie ich es vorhin gesagt habe, 400 Kalorien pro 100 Gramm beim Croissant, 80 Kalorien pro 100 Gramm bei den gekochten Erdäpfeln bzw. Kartoffeln. Das heißt, hier Faktor 5. Dementsprechend die Energiedichte der Kartoffeln ist geringer als die Energiedichte beim Croissant. Das heißt, je geringer die Energiedichte ist, desto besser ist in der Regel auch das Thema Volumen zu Kalorien und dementsprechend ja, ist auch die Sättigung besser. Und diese vier Punkte, diese vier Eigenschaften, wenn du bei der Lebensmittelauswahl einmal darauf achtest, dann wirst du relativ schnell vom Gefühl heraus bekommen, okay, dieses Lebensmittel wird mich wahrscheinlich länger satt halten als jenes Lebensmittel. Du wirst zum Beispiel draufkommen, gerade im Bereich Gemüse, wenn du dir Gurken, Tomaten anschaust, relativ viel Volumen, relativ wenig Kalorien. Wenn du stärker in das Verarbeitete reingehst, so wie wir es hier haben, Mars, Croissants, Cornflakes ist noch okay und so weiter, hier vom Sättigungsindex sozusagen, aber du merkst, je weniger sättigend es ist, desto weniger verarbeitet es ist. In der anderen Richtung gekochte Kartoffeln, ein Porridge, das ist ganz, ganz wenig verarbeitet, dementsprechend passt es hier scheinbar noch anders besser. Ja, das war es im Grunde. Das heißt, diese vier Eigenschaften machen einen guten Sattmacher aus und beim nächsten Mal einfach mal drauf schauen, diese vier Kriterien, sprich volumenreich, proteinreich, ballaststoffreich und eine geringe Energiedichte, erfüllen die Lebensmittel das, dann wirst du wahrscheinlich einen guten, feinen Sattmacher in der Hand haben. Und wenn du sagst, Chris, das ist mir alles zu kompliziert, ich möchte, dass du mich da unterstützt dabei, dann schau, wie gesagt, unten in den Links beim Rockprinzip vorbei. Das ist mein Mentoring-Programm, wo wir genau für dich solche Dinge in den Alltag integrieren. Da lernst du, wie das Ganze super easy funktioniert und in den Alltag in Routinen etablierbar ist. Und wenn du testen möchtest, ob dieser Sättigungswert von 209 beim Porridge tatsächlich stimmt,
Dann empfehle ich dir, dass du in Rocksports Online-Shop vorbeischaust, dir den feinsten Protein-Porridge mit echter Bio-Vanille aus Madagaskar gönnst und schaust, ob tatsächlich dieser Sättigungswert bei 209 liegt. Wenn das nicht der Fall ist, schreib es bitte unten in die Kommentare. In diesem Sinne, feinste Grüße aus dem Rock Office und freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir viel, viel Freude beim Anwenden und alles Gute, bis zum nächsten Mal.